Jetzt gibt es zum Abschluss der Woche die Haunted Minds. Nicht eines meiner Lieblingsschlachtfelder. Aber ich kann wieder Lucio spielen. Zum krönenden Abschluss. Beim Malf spielen. Cho'Gall packt er aus. Ich spiele mal ETC. Überlegt, ob ich Sonja gehen soll. Ich bin von dem Artanis immer nicht so sehr überzeugt, ehrlich gesagt. Die HK wäre halt auch möglich gewesen. Oder lieber ein Damage Moradin. Ich glaube, das wäre sogar besser gewesen, einen Damage Moradin mitzunehmen. Ita, leite meinen Pfad. Aber ich kann EDC auch auf Damage spielen, so ist nicht. Wir schauen einfach mal. Schon wieder die Tracer, dieselbe Tracer wie von eben. Okay, das kriegt Lucio leider nicht dagegen geheilt. Ja, ich wäre auch für Li Ming. Dieses Reich braucht mich. Ich möchte ja nicht immer dasselbe spielen, sonst hätte ich wahrscheinlich auch Gul'dan gepickt. Spielen wir mal wieder ETC. Meine Klingen gehören euch. Ach du Schande. Na gut, dass wir da Double Tank gegangen sind, sonst wäre es, glaube ich, sehr, sehr böse geworden. Ja, ich werde Moshpit, glaube ich, spielen. Ich sehe hier keinen Grund, warum ich hier Stage Dive spielen sollte. Ich gehe auf jeden Fall auf Moshpit. Ich könnte Stage Dive nehmen, um in die Backline zu springen und Chromi zu töten. Mal gucken, der wird sicherlich Apokalypse gehen, alles andere wäre auch ziemlich dumm. Ansonsten haben sie nur die Granate. Also ich muss einen von beiden auf jeden Fall erwischen. Diablo oder Tychus. Oder am besten sogar beide. So, los geht's.
Gute Rampensau ETC. Mal gucken. Brauchen wir Panzerung? Ich glaube, möglicherweise brauchen wir das. Lockstar mitzunehmen. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Kämpft und tötet. Da bin ich dabei. Ja, obwohl zum Bumm brauche ich jetzt noch nicht. Ich warte noch. Was für Probleme? Die Verdammten erwarten euch. Sollen sie es noch versuchen? Da bin ich dabei. Wichtig. Mal gucken, dass du es jetzt zumindest. Und sofort steigen die Dezibel. Das willst du nicht. Immer zu offensiv spielt und High Damage kassiert. Das ist ja natürlich nicht so geil. Oh, die fangen gerade den Golem an. Das ist mir aber auch schon ein paar Mal passiert. Davon mal abgesehen.
Oh Mann. Ja, es ist gut lösen. Ah, ich bin auch wunderschön hinterher getrottet. Davon mal abgesehen. Stau zu Stau. Dass wir hier wahrscheinlich hätten pushen können mit dem Golem um. Schade. Jetzt vielleicht. Schade, wir hatten es eigentlich ganz gut im Griff, aber jetzt kann man da vorne nur drauf fahren. Jetzt haben wir uns leider schon verraten. Wir schaffen die Krummi zu töten. Nein. Haben wir nicht alles im Griff, nur diese eine Sache, da kämpft mit Loser, war schon ein sehr, sehr großer Vieh. Eincampen. Clown Fiesta. Mein Schuhtreu. Er kann weitergehen. Aber sowas von. Hallo, Lucio, beweg deinen Hintern! Okay, das ist ein Argument. Meine Golems erwachen zu neuem Leben. Sie wurden getötet. Ich euch. Alles andere ist mir egal. Eigentlich ein schönes Mosch, weil ich wusste, dass sie da irgendwie rauskommen, aber ich hatte keine Lust. Aber sowas. Ich hätte immer kritten kann mit meinen Fähigkeiten. Autsch! Der Boss kann aber auch kritten. Das sind sogar zwei Auto-Attacks, weil ich damit natürlich auch Rockstar auslöse. Das ist ja seltsam. Wir
es aussieht, sind meine Golems zur Erde zurückgekehrt. Das ist schon ein ziemlich dummes Spiel, was wir hier abliefern. Vor allem sehr, sehr wichtig, dass wir dass wir die Pawn nicht getriggert haben. Klasse, es sind immer zwei Auto-Tags, die kritisch treffen, wenn man das E aktiviert, dadurch, dass immer Rockstar ausgelöst wird. Geht's aber schnell. Wow, das ist der Wahnsinn! Aber die sind halt immer noch vor uns. Kein Zurück mehr. Was ja echt ein bisschen bitter ist. Das sind auch zwei, oder? Das sind tatsächlich immer zwei Autotags. Hallo! Stunned worden von Sonja. Warum geht er da rein? Man versteht es nicht. Lucio stirbt mit so oft. Viermal schon gestorben. Das ist echt schlecht. Kein guter Lucio-Spieler. Ja, wir müssen unten treffen. Das können wir nicht halten. Das heißt, das Vor ist auch down. Die Golems wurden wieder zum Leben erweckt. War das schlecht, war aber auch ein bisschen unlucky.
Golem, Jungs. Zum Brunnen. Hier herrscht ja kein Mangel an Schäden. Und sofort steigen die Dezibel. Auch schon fünfmal gestorben. Auch nicht so absolut der Burner ist. Wir müssen eigentlich das Camp, oh, ein paar Söldner wären jetzt genau das Richtige. Vorholen. Meine Axt könnte ein wenig Brot vertragen. Ja, der Sieg ist nah. Heizen wir ihnen ein. Ein gegnerisches Rohr wurde vernichtet. Boah, haben die mich zerhauen? Holy shit, ey. Ja, kein guter Tank. Aber ich dachte mal, ich versuch's mal. Zusammen mit den Atanas. Ist er schon 6-mal draufgegangen. Die fokussen mich halt so krass hart. Wenn man sofort out of position durch den Diablo bin. Das ist echt bitter. Zu kämpfen? Die Minen werden sie. Gott. Okay, das ist jetzt halt richtig bitter. 45 Sekunden sind die alle weg. Ja, das war's dann wohl jetzt. Hört ihr dieses Klappern? Ich glaube, sie haben Hunger. Jetzt kann man mal noch mal was gehen. Wenn wir sie alle töten können beim Golem, dann wäre das echt schon Knorke. Aber Gott!
hinter die Wall noch. Oh, der hat sogar den Tower noch stehen gelassen. Der Lucio denkt aber auch wirklich immer nur an sich selbst, oder? Mit seinem Crossrate. Statt uns mal auch mitzunehmen, damit wir schneller beim Camp sind, aber nein. Ich wusste, wir schaffen das. Also mit Death Metal spielen, jetzt vielleicht mal absichtlich sterben. Mal gucken. Je nachdem. Den Heiler umgelegt. Jetzt können wir eigentlich aufs Keep gehen. Jetzt ist ein Verklick. Verdammte Axt. Mistkrieg. Jetzt habe ich natürlich meinen Moshpit für nichts rausgeworfen. Außer den R-Taste gedrückt. Wäre unglücklich gelaufen. Und wir haben da nichts hinbekommen. Gehen wir lieber nochmal zum Brunnen. Sicher ist sicher. Eine Minute bis Moshpit. Ach, Matanis. What the fuck. Jetzt müssen wir zu viel hier was machen, weil der Tarnisch schon wieder draufgegangen ist. Der war, sollten wir machen. Auf jeden Fall together. Und am Boss sollte ich dann wieder den Ulti ready haben. Klar, hätte ich da den Mosspit getroffen, dann wäre das sehr, sehr geil geworden, aber dummerweise Missklick. Solche Sachen dürfen halt eigentlich nicht passieren. Wir müssen auf Atanis warten. Okay, nichts mehr raus hier. Jetzt haben wir es wohl, glaube ich, verloren, das Spiel. Wir müssen die Camps machen. Wir kriegen keinen Druck, keinen Pressure auf die Keeps. Und unten können wir unmöglich halten. Das wird hart. Wir werden jetzt, glaube ich, auch pushen damit. Es ist halt immer wieder... Ja. LOL! Immer wieder dasselbe, dass der Atanis geht halt alleine irgendwo rein und stirbt, weil er denkt, ah ja, ich habe ja 13 Kills, super, das schaffe ich ja sowieso alles solo. Mit der Mentalität darfst du halt nicht reingehen in die Spiele. Ja, und das Ding ist halt jetzt weg, wir machen jetzt schon vor dem Golem, alles klar. Ja, verloren! Euer Gegner hat eine Festung zerstört. Eure Blutrausch wurde beendet. Die Festung eures Gegners fällt. Ja.
Ich glaube, da haben wir einfach als Kollektiv versagt. Was mir halt aufgefallen ist, der Lucio stand immer zu weit vorne, ohne dass er wirklich eine Chance hatte, wegzukommen. Denn aggressiv zu spielen mit Lucio kann man mal machen, aber nicht gegen Diablo, der dich grabbt, und auch nicht gegen Sonja, die mit Lieb spielt. Total dämliche Aktion. Also ich würde nicht nur sagen, dass der Artanis dran schuld ist, wenn, dann haben wir schon alle dran schuld gehabt. Ich habe auch einmal mein Ulti verkackt. Hätte ich den Ulti, glaube ich, gesetzt und der hätte funktioniert, dann hätten wir, glaube ich, auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt. Hätten wir auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt, wahrscheinlich aufs Keep drauf zu fahren, aber ich habe leider Missklick gehabt. Ich wollte eigentlich reinsliden, habe da stattdessen R gedrückt. Dummerweise. Eigentlich wollte ich direkt Kuhn und dann R drücken. Leider war das R, weil mein Finger auf dem R zu schnell und danach das Q zu drücken war dann, ja, nicht mehr so gut. So, jetzt habe ich mal wieder verloren. Bin aber mit meinem Spiel sowieso nicht zufrieden gewesen. 7 Tode, das war einfach zu krass. Wir halt einfach auf beiden Seiten zu viele Fehler gemacht haben. Das Gegnerteam hat auch sehr, sehr viele Fehler gemacht, aber spontan. Ich bin zu häufig reingedonkt, ohne dass ich wirklich Follow-up hatte, was schon mal scheiße war. Die Tracer ist zu oft gestorben. Der Lucio hat sich immer grabben lassen von dem Diablo. Mit einfachem Grund, dass Lucio immer vorne an der Frontline stand. Was an und für sich ja nicht schlecht ist, aber ja, gegen den Diablo und gegen Sonja mit Lieb würde ich das niemals machen, zu aggressiv da vorne zu stehen, sondern immer schön defensiv, sodass der Diablo, wenn er reingeht, auf jeden Fall deep gehen muss. Aber das war halt schon, naja. Wir hätten das Spiel genauso gut gewinnen können, wenn wir uns mal ein bisschen mehr zusammengerissen hätten. Na gut, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschö!